Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, eben die Sequenz gesungen haben, die für diesen Tag vorgesehen ist, in der schönen Übertragung von Peter Gerloff, dann mutet uns das wie ein kleines liturgisches Wunder an. Denn es ist eine der wenigen Sequenzen, die überlebt haben. Und zwar war es nicht ausnahmsweise das letzte Konzil, das die meisten Sequenzen abgeschafft hat, sondern das Konzil von Trient. Aber eben auch in der letzten Liturgiereform hat dieser Text merkwürdigerweise überlebt, obwohl er ursprünglich kein liturgischer Text ist. Wir sehen das an der sehr individuellen Ausdrucksweise und gleichzeitig Stärke dieses Textes. Nicht, als wären die offiziellen liturgischen Texte nicht stark, aber jener individuelle Zug des Betens, des Mitleidens, ist den offiziellen Texten der Liturgie eigentlich fremd. Sie sind distanzierter. Und so finden wir auch erst im 15. Jahrhundert zum ersten Mal in einem Brevier in Arezzo diesen Text nicht als Zusatz des privaten Betens, was er wohl offensichtlich lange Zeit war, sondern als offiziell liturgischen Text, aber noch nicht als Sequenz. Das kommt erst später. Es ist einer jener Texte, zu dem wir eine merkwürdige Distanz haben. Man muss die Sequenz heute nicht singen. Sie ist in den liturgischen Vorschriften ad libitum. Man kann. Im Gotteslob haben gerade einmal ein paar Strophen überlebt. Wir kennen diese Übertragung, Christi Mutter stand mit Schmerzen. Aber der ganze Text ist nicht nur hochaktuell angesichts des unermessbaren Leids dieser Welt. Dieser Text markiert eine Kultur des Mitleidens, die genuin christlich ist und die der christliche Beter an Maria und in Maria verortet. Ursprünglich hieß dieser Tag Tag der sieben Schmerzen Mariens und man konnte genau sieben Schmerzen festmachen, die sie erlebt hat. In der Fremdheit auch ihrem Sohn gegenüber, bis hin zum Kreuz, bis zur Abnahme vom Kreuz und zur Grablegung. Der Beter gibt sich tief hinein in dieses Empfinden, in die Kompassion Mariens. Es ist immer eine Tragödie, dass die Kirche doch offiziell mit diesem Text ein wenig fremdet, während die Kultur, nach der wir sonst die Hände ausstrecken und uns die Beine ausreißen, Begegnung mit der Kultur, diesen Text immer schon intuitiv erkannt hat als einen ganz starken Text, der einen Menschen beschäftigen muss, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Die Vesperbilder des Mittelalters bis ins 19. Jahrhundert und auch ins 20. Jahrhundert hinein, also die sogenannte schmerzhafte Mutter, dieses Bild, spricht Bände. Aber auch die Vertonung, nicht nur die gregorianische, sondern ein Palestrina, ein Vivaldi, ein Pergolesi, bis hinauf ins 20. Jahrhundert ein Rheinberger oder jetzt relativ neu Carl Jenkins, arbeiten mit diesem Text, vertonen ihn, setzen ihn sozusagen in christliche Kultur um. Und uns in der Liturgie, den Gläubigen, soll er nichts mehr sagen? Ich wollte nicht wissen, wo er heute überall überhaupt noch erklingt oder einfach weggelassen wird. Das sagt uns ja heute nichts mehr. Schade. Erstens denke ich, dass Maria uns immer etwas zu sagen hat, auch wenn sie nichts sagt. Wie hier. Wenn der Beter sich einfach nur in ihre Empfindungen hineingibt, angesichts des Kreuzes, angesichts des Weges Jesu, angesichts seiner Verkündigung. Diesen Weg einer Mutter mitzugehen, auch wenn man selber gar nicht Mutter ist oder Mutter werden kann, diesen Weg mitzugehen, ist eine Schule. Den Weg Jesu mitzugehen und ihn mitzuleiden, ist eine Schule. Eine Schule des Lebens, eine Schule des Glaubens, eine Schule des Leidens. Es ist notwendig heute, dass wir in diese Schule gehen, liebe Schwestern und Brüder, in einer Welt,
die zwar vom Leid durchdrängt ist und überschüttet wird und zugleich das Leiden flieht, gerade in unseren Gesellschaften. Die Kranke, Sterbende, Behinderte aussortiert, sie weghaben will, weil sie nicht dem Lebensideal entsprechen. Hier ist die Korrektur dafür. Und nicht nur sozusagen, weil uns das der Anstand gebietet oder weil man das ja als Christ nicht machen kann, sondern aus einer inneren Bejahung heraus. Weil wir wissen, dass es der Preis des Lebens ist, dass es zu diesem Lebensweg dazugehört und dass das Ziel Jesu nicht das Kreuz ist, sondern seine Auferstehung. Aber eine Auferstehung gibt es nicht ohne das Leiden und ohne das Kreuz. Wir können es an diesem Text, wenn Sie mögen, nehmen Sie ihn mit und machen Sie ihn zum täglichen oder wöchentlichen Gebet. Man kann es hieran wieder neu lernen, unseren Glauben aufzufrischen, der gerade sich an diesem Text so vital zeigt.